Das Eröffnungstraining der IDM-Saison 2012 traditionell auf dem Eurospeedway Lausitz, also auf der Strecke, auf der ja auch das allererste Saisonrennen in der IDM Supersport in den verschiedenen IDM-Klassen stattfinden wird. Und wir sehen es schon, es war nicht unbedingt gemütlich. Aber wir kommen nach und nach zu den Fakten. Also das Vector Racing Team mit den beiden Teams, mit dem, ja, sozusagen Meisterschaftsteam der letzten Saison hier am Start und auch mit dem zweiten Team, mit dem Team Vector 24/7 GP, betreut von Michael Ferger. Also die Motorräder von Konstantin Pisarev und Thomas Helldobler wurden am Donnerstagabend vorbereitet für den Test, der ja am Freitag losgehen sollte. Jewgeni Sokolowski, er entschied sich hier bei diesem Test nicht mitzufahren, kümmerte sich also mehr um die Belange im Team, kam seiner Funktion als, ja, sozusagen Mit-Teamchef hier am Eurospeedway Lausitz nach. Denn die Temperaturen waren wirklich richtig niedrig und um da einen Sturz zu vermeiden bzw. kein unnötiges Risiko einzugehen, hat er sich also frühzeitig schon entschieden, hier nicht an den Start zu gehen. Ein Motorrad war zwar für ihn mit vorgesehen, aber wie gesagt, er fuhr am gesamten Wochenende nicht raus. Martin Durdik im Yamaha 6 Dunlop Cup und Jaroslav Czerny eben im Vector Billy KM Racing Team, also sozusagen im amtierenden Meisterteam der IDM Supersport, die waren hier ebenfalls mit vertreten. Sozusagen das Vector Racing Team als solches erstmals komplett angereist, komplett zusammen. Und auch hier wurden natürlich die Motorräder, hier haben wir das Motorrad von Jaroslav Czerny, die wurden also auch vorbereitet. Man war noch guter Dinge, dass man wirklich hier am Wochenende testen kann. Genauso wie alle anderen Teilnehmer dieses Eröffnungstrainings. Einige hatten schon vorher abgesagt, beispielsweise aus der IDM Superbike, weil sie gesagt haben, naja, der Wetterbericht ist jetzt nicht unbedingt so, dass wir hier viel zum Testen, viel zum Ausprobieren kommen. Und deswegen schenken wir uns das. Auch für das Vector Racing Team war es mehr oder weniger, ja, unter dem Leitsatz außer Spesen nichts gewesen. Warum und wieso, weshalb, das sehen wir jetzt also hier auch in den kommenden Minuten. Konstantin Pisarev bereitet sich hier geistig und mental also auf seinen Einsatz vor. Das erste Training, der erste Turn wurde mal ausgelassen. Oben links haben wir die Uhr, 11.48 Uhr. Da sollte es dann also doch so langsam losgehen und auch drüben auf der anderen Seite, nämlich beim Vector Billy KM Racing Team, machte man sich langsam bereit. Die Motoren wurden aufgewärmt, die Motorräder wurden auf Betriebstemperatur gebracht, die letzten Handgriffe wurden getan und dann sollte es so langsam aber sicher losgehen. Hier steht dry, also trocken. Ja, trocken war es, aber wie gesagt, richtig, richtig kalt draußen auf der Strecke. Jewgeni Sokolowski, Andrei Gavrilov, trotzdem bester Stimmung, kleine Scherze. Und er hier, Jaroslav Czerny, naja, so richtig begeistert schaut er nicht rein. Er hatte wahrscheinlich, genau wie alle anderen Piloten, die hier am Wochenende da waren, nicht wirklich Lust, raus auf die Strecke zu gehen. Denn es war wirklich bitterkalt, also auch wenn man nichts gemacht hat, hat man gefroren. Und wenn man auf dem Motorrad saß, ja, dann sind halt die Händchen richtig schön kalt geworden. Jesko Günther, er ja im letzten Jahr mit dem Vector Racing Team deutscher IDM Supersportmeister geworden. Er hatte genug Zeit, hier mal vorbeizuschauen, sich unter anderem mit Thomas Kubiak oder Michael Ferger oder auch Thomas Helldobler ein bisschen zu unterhalten, ein bisschen zu schnacken, denn auch er verzichtete eigentlich komplett auf diesen Test, fuhr, ja, soweit ich weiß, nur ein, zwei Runden, um mal zu testen, ob das Motorrad überhaupt funktioniert. Und dann hat er sich das Ganze geschenkt. Thomas Helldobler, Konstantin Pisarev, sie machten sich also langsam fertig. Die Mechaniker warten auf den Einsatzbefehl, dass es dann doch mal irgendwie losgehen kann. Jaroslav Czerny, ja, bevor es losgeht, dann noch kurz Fotoshooting. Und im Hintergrund, wir sehen es nicht, dadurch, dass die Boxenmauer so hoch ist. Aber, Achtung, er dreht sich rum, wir drehen uns rum und schauen mal, was da passiert ist. Das typische Problem, wenn es halt so kalt ist, beim Anbremsen, Vorderrad eingeklappt. Und dann ging es dahin, die schöne Kawa, also gleich mal ein bisschen angekratzt. So lief das hier am Wochenende das eine oder andere Mal. Also es waren wirklich richtig schwierige Bedingungen hier am Eurospeedway Lausitz. Trotzdem, ein bisschen fahren wollte man dann doch. Aber ich nehme es vorweg, insgesamt die 5 Fahrer vom Vector Racing Team. Ja, wenn man insgesamt vielleicht auf 40, maximal 50 Runden zusammenkam, also
ja, durchschnittlich jeder Fahrer 10 Runden. Dann war das 4 Thomas Heldobler und Konstantin Pisarev. Das waren noch diejenigen, die am meisten gefahren sind, ungefähr mit 20 Runden. Jaroslav Černý, er wird rausgehen. Für ihn wird es allerdings jetzt gleich der erste und letzte Einsatz am Wochenende sein. Also auch da beschränkte man sich drauf, sozusagen einen Funktionstest abzuhalten. So stand es ja beispielsweise auch in der Fachzeitschrift Speedweek. Alle anderen Teams hielten das genauso. Aber es ging zumindest mal raus, das große Warten hatte ein Ende. Aber so richtig viel Sinn machte es eben dann doch nicht. Konstantin Pisarev also jetzt raus auf die Strecke, genauso wie Thomas Heldobler, der hier, wie gesagt, zusammen mit Konstantin Pisarev noch die meisten Runden im Team absolvieren konnte. Aber ja, Temperaturen so um die 6 Grad rum, Asphalttemperatur, also zum Beispiel am Freitagnachmittag so 16.30 Uhr rum, da hatten wir noch ganze 3 Grad Asphalttemperatur, also es machte nicht allzu viel Sinn. Jaroslav Černý auf dem Motorrad, mit dem es in dieser Saison ganz, ganz vorne hingehen soll. Ob es am Ende zur Meisterschaft reicht, darauf wollte er sich bei der offiziellen Teampräsentation noch nicht festlegen. Hat gesagt, das Ziel bleibt in meinem Kopf, das sage ich auch erst nach dem letzten Rennen, ob ich mein Ziel erreicht habe. Aber er hat schon durchklingen lassen, im letzten Jahr bester Platzierung war ein 5. Platz und wenn es in diesem Jahr nicht mehr wird, dann ist das schon eine Enttäuschung. Hier haben wir Konstantin Pisarev, also auch er rollt sich da so langsam ein bisschen ein. Wie gesagt, man musste wirklich richtig vorsichtig machen, damit man das Motorrad nicht kaputt macht. Die Rundenzeiten in allen Klassen, also auch in der IDM Superbike bzw. bei den 125ern und eben auch hier in der Supersportklasse, die waren eigentlich fernab von den reellen Zeiten, die wir dann wirklich auch beim Rennen oder in den Trainingssessions beim ersten Lauf der IDM-Saison 2012 erwarten können. Also da ging es eigentlich für jeden nur darum, irgendwie heil hier rumzukommen, mal neue Komponenten zu testen, beim Vector Racing Team beispielsweise, beim Team von Micha Ferger, Vector 24/7 GP. Da hat man beispielsweise bei Thomas Heldobler am Donnerstagabend noch eifrig gebastelt, hat dort neue Komponenten in Sachen Motormanagement eingebaut und um das Ganze eben zu testen, fuhr man hier dann doch irgendwann mal raus auf die Strecke. Aber Sie sehen schon, der ganz große Ansporn für Top-Rundenzeiten war es bei allen Teilnehmern nicht. Hier haben wir Kevin Waar beispielsweise ebenfalls wieder zurück in der IDM Supersport mit der Startnummer 19. Also er wird auf jeden Fall sicherlich ein Wörtchen mitreden in diesem Jahr in der IDM Supersport. Thomas Heldobler, ja, für ihn, er hat gesagt, er kann es halt schlecht einschätzen. Für ihn ist es jetzt nach langer, langer Zeit mal wieder eine Saison auf einer R6, also auf einem 600er Motorrad und von daher kann er das Ganze schwer einschätzen, zumal die Konkurrenz in der IDM Supersport ja dann doch eine richtig gute ist und eine richtig große ist. Jan Bühn ist da gerade an ihm vorbeigefahren, auf ihn werden wir sicherlich auch achten müssen in dieser Supersportsaison. Werden wir noch das ein oder andere Mal im Bild haben. Sarah Heide war ebenfalls mit dabei, ihr Teamkollege Thomas Walter aus Schleiz, er war hier nicht da. Auch er hat beispielsweise diesen Test schon von vornherein gecancelt, hat gesagt, das macht einfach keinen Sinn, bei diesen Temperaturen da draußen rumzufahren, dann geht noch irgendwas kaputt und das kostet nur unnötig Geld, ist unnötiges Risiko und da lieber warten wir mal auf eine Chance, vielleicht fahren wir ja die Woche drauf noch am Eurospeedway Lausitz, denn da ist ja nochmal Bike Promotion und da könnte man ja eventuell nochmal testen. Viele IDM-Teams wollten diese Chance auch nutzen. Das Vector Racing Team hat diesen Test auch ins Auge gefasst, dann allerdings aufgrund der Wettervorhersagen auch wieder abgesagt. Und von daher wird man wirklich erst zum ersten IDM-Lauf hier an gleicher Stelle vom 20. bis zum 22. April dann wissen, wo man steht. Also Thomas Heldobler, man sieht das schon an den Bildern, man sieht das schon an den Aufnahmen, eher genauso wie ja, die meisten Piloten doch recht vorsichtig unterwegs. Da ging es wirklich darum, die neuen Komponenten in Sachen Motormanagement auszutesten, zu schauen, ob das Ganze wirklich funktioniert, was man sich da einfallen lassen hat. Und am Ende kam raus, es funktioniert und Konstantin Pisarev und sicherlich auch Jewgeni Sokolowski werden diese Komponenten dann also auch noch ins Motorrad reinbekommen. Der Unterschied zwischen den beiden Teams, die es im Vector Racing Team gibt, also praktisch zwischen dem Vector Billy KM Racing Team mit Jaroslav Černý
in der IDM Supersport und eben diesen drei Fahrern im Vector 24/7 GP Racing Team. Das ist ja sozusagen ganz kurz zusammengefasst die Maschine von Czerny mit Motec ausgerüstet. Und das andere sind dann eben ja, ohne Motec, ganz, ganz einfach gesagt. Konstantin Pisarev, er drehte hier also auch fleißig seine Runden, aber auch er ja, fernab von richtigen Angriffszeiten. Außerdem muss man auch sagen, alle Fahrer vom Vector Racing Team ohne Transponder unterwegs am Wochenende. Aber ich glaube, das hätte sowieso nichts gemacht, denn die Rundenzeiten waren insgesamt hier doch deutlich langsamer, als man das dann, wie gesagt, beim ersten Rennen der Saison erwarten kann. Also riesen Zeitunterschiede. Hier mit der Startnummer 7, das ist Daniel Puffe. Er auch zurückgewechselt wieder von der Honda auf die Yamaha. Auch er mit neuem Mut in diese Saison gegangen. Pisarev, Helldobler, fuhren da hier jetzt also auch ein bisschen zusammen, um sich vielleicht dann doch ein bisschen gegenseitig anzuspornen und einfach sich ein bisschen vorzuwagen, etwas schneller zu werden. Also das war hier die absolute Ausnahme, mal diese Aufnahme, dass wir richtig viele Motorräder auf einmal auf der Strecke gesehen haben. Daniel Sutter ist sicherlich auch einer der Top-Favoriten auf den Meistertitel. Bei ihm muss man sagen, er saß zum allerersten Mal wieder auf dem Motorrad. Der Beruf, der Job hatte dort erstmal Vorrang in den letzten Monaten. Aber Roman Raschle beispielsweise, der ja ebenfalls mit aktiv ist in dem Team von Daniel Sutter, er hatte sozusagen mehr Zeit, die Motoren vorzubereiten und jetzt hat man sich dann also auch hier erstmals komplett getroffen, hier am Eurospeedway Lausitz. Hier hinten kommt Jan Bühn neben Kevin Waar und hinter Konstantin Pisarev. Also Jan Bühn im letzten Jahr ja auf einer Suzuki in der IDM Supersport unterwegs, hat da einen fantastischen Job gemacht und in diesem Jahr ist er dann also wieder auf Yamaha gewechselt und er war einer der ganz, ganz wenigen, dem es hier völlig egal war, wie kalt oder ungemütlich es hier auf der Strecke war. Er ist richtig schnell unterwegs gewesen und hat da richtig gute Zeiten in den Asphalt gebrannt. Also ist da hohes Risiko eingegangen. Es ging glücklicherweise gut. Das war aber nicht bei allen so. Also auch im Vector 24/7 GP-Team musste dann ordentlich geschraubt werden, da musste ordentlich gearbeitet werden, denn letzten Endes im letzten Turn, da schmiss Konstantin Pisarev seine R6 noch in den Dreck, rutschte in der ersten echten Rechtskurve des Kurses, also praktisch nach dem Geschlänge nach Start und Ziel, rutschte er dort weg und die komplette Seite war hinüber und das Motorrad ja, war eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Und das war dann letzten Endes auch der Grund, warum man sich im Team darauf verständigte, okay, wir packen zusammen, Samstag geht's heim. Auch der Test in Oschersleben wurde dann abgesagt, weil auch dort war es nicht wirklich wärmer oder besser. Und von daher hat man sich dann letzten Endes das Geld gespart. Und bevor noch mehr kaputt geht, hat man dann also hier die weise Entscheidung getroffen, am Samstag doch schon wieder abzureisen. Und genau in dem Moment, wo die Entscheidung fiel, hatte es auch angefangen leicht zu schneien. Also so ein Graupelschauer aus Schneeregen und Schneeregen. Also es war richtig, richtig ungemütlich. Und von daher war das sicherlich die richtige Entscheidung. Daniel Sutter, auch er wollte da nur noch ein bisschen was probieren. Das GPS noch ein bisschen ausprobieren, ob da alles so funktioniert, wie man sich das denkt. Und dann wurde auch bei den Schweizern im Kawa-Team zusammengepackt. Und Konstantin Pisarev, wie gesagt, also er zerstörte dann das Motorrad ganz zum Ende nochmal und das war eben auch dann noch ein Grund, um zu sagen, okay, wir haben genug gefroren, wir standen genug im Wind und in der Kälte, wir fahren zusammen wieder heim. Also das war sozusagen der Eröffnungstest, der offizielle IDM-Eröffnungstest vor der Saison. Und das Ganze zwei Wochen vor dem ersten Rennen. Und wir werden dann natürlich wieder vom ersten Rennen eine kleine Zusammenfassung hier
bei uns online stellen, also einfach wieder reinschauen. Das war's erstmal vom Euro Speedway Lausitz, die letzten Eindrücke dann mal ohne Kommentar und dann sehen wir auch nochmal das kaputte Motorrad von Konstantin Pisarev. Chassis. Und dann denken wir, wir haben eine Frage.